Ah, der nächste Gegner. Ah, die Mumien sind wieder da, die Mumien. Die blöden Mumien. Lange nicht mehr gehabt. Glücklicherweise. Jetzt müssen wir uns doch mal wieder gegen sie wehren. Aber wir kriegen das schon hin. So, Wosalin greift jetzt wieder mit halbe Kissling an. Nein. All enemies, so. Kissling, komm rein. Vengeful Mami. Los geht's. So, ja genau, halt mal, den drauf. Erstmal hin. Oh, was war das denn? Die haben gar nicht so reine Mumien immer noch. Auf Level 52. Uff. Ja, die sind gar nicht so schlecht, diese Mumien. Ein sehr ärgerlicher Gegner. Die kriegt man jetzt nicht so einfach klein. Die müssen noch viel, viel, viel stärker werden. Wenn wir groß und stark werden, können wir sie irgendwann einfach im Vorbeigehen erledigen. Aber so müssen wir nur aufpassen. So, na, bringt gar nicht so viel Erfahrungspunkte, wie erwartet. Schade. Bei so einem starken Gegner. Vor allem haben die Erika nicht schon runtergezogen eben. Nicht sehr angenehm. Wenn Erika O geht, geht das ganze Spiel vorbei. Irgendwie total Schwachsinn. Man kann alle von K.O. retten, nur Abby nicht. Warum? Diese merkwürdige Spielentscheidung. Muss man echt sagen, verstehe ich nicht so ganz, aber naja, ist halt so. Ist halt so. Müssen wir mit leben, aber haben wir bisher mit gelebt. Wir haben den restlichen Spiel auch erreicht, was war nicht so. Wir werden das restliche Spiel auch noch schaffen. Auch wenn das nicht so lange dauern wird, wahrscheinlich mehr. So viel kommt, glaube ich, nicht mehr. Aber mal schauen, wer dauert noch 50 Folgen. Wer weiß, hier haben wir viele Folgen schon abgekürzt, die ganzen verlängerten Level-Episoden, die eigentlich halt noch viel, viel länger dauern, für die ganze letzte Play. Auch schon bei Folge 200 oder so, wer weiß. Erwischt. Weil, ich nehme mich jetzt teilweise uns angelegt, diese ganzen Level-Folgen. Ich weiß nicht, auch schon mehr Folgen, aber. Ja gut, jetzt ist schon ein relativ langes Let's Play. Weil auch nur 15 Minuten, 20 Minuten Folgen sind. Ja. Von der Spielzeit über Armies of Exegol noch länger. Aber erst bei der Hälfte ungefähr. Bei 20 Stunden. Ja, das werden wir wohl nicht schaffen, die Spielzeit von Armies of Exegol zu toppen. Attained Level 49, ja. Auch nicht weit. Also, bei Armies of Exegol haben wir 40 Stunden, so lange dauert das Spiel hier nicht. Nur wenn es hochkommt, aber ich glaube, wir werden früher fertig werden. Gut, wir haben jetzt, wie viele Stunden haben wir jetzt? 25 oder 26 oder sowas? Ja, gut, ist trotzdem viel, aber. Naja. Ja, Overdrive. Aber ich glaube, es wird nicht so gesehen von der Spielzeit nicht das längste werden. Denke ich. Ach ne, Combine. So. Burst, ja immer Burst, genau. Aha. Erwischt. Und jetzt vor. Ach Gott, immer noch, ey. Wir hauen immer noch ordentlich rein. Immer noch 94. So. Na gut, ich schaff das schon mit 50 zu überleben, ist schon ein Fortschritt für Kissling. Dass der nicht sofort aus dem Laden kippt. Weil er immer auch stärker wird, ja gut, aber. Und der Verteidigung auch stärker. So, wieder ein paar Mumien erledigt, die so Geld dabei sich hatten. Wer weiß, was das, weil alles die Reichtümer, die halt mit vergraben worden sind. Ja, das ganze Geld, ey. Alles weggeschafft. Meine Güte, wenn dann ein ganzes Geld auftauchen würde, wäre wahrscheinlich Inflation von diesen ganzen Mumien. Ah ja, unser Drache, der nur so rumfliegt und sonst nichts bringt. Ja gut, trotzdem, der Drache ist es ja gar nicht. Ist ja ein Wurm, ich weiß, aber sieht aus wie ein Drache. Naja, eigentlich nicht. Sieht aus wie ein Wurm. Egal. Es ist erledigt worden, es ist abgestürzt, also. Kein Thema! So. Okay.
Mit diesem Geld. Du dauert Lockdown einfach eine Weile hier. Aber war keine Erfahrungspunkte leider für uns. Ach ja. Ja, bald haben wir ja Level 50, dann gehe ich rein in diesen Laden und sag und guck, was dann so los ist. Da bist du ja. Hi. Da bist du ja. Da seid ihr ja. Ach Gott, wieder ein paar Kakteen. Nicht die Welt. Frost auf die Frösche, weil die eigentlich so wenig Schaden machen. Lohnt sich ja auch nicht. Aber naja, egal. So. Ja, der ist weg. Was machen die denn? Daneben, aber jetzt kommt er mit seinen Büchern. Na, ich würde sagen, du triffst doch jetzt etwa auch nicht. Aber hat er nicht gewagt? Er hat ihn erledigt. Ja, kannst du nur froh drüber sein. Ja, ganz komische Waffen haben die hier. Bücher, Mikrofone, eine Nuss. Nee, das ist keine Waffe. 1224, ja. Ein bisschen Erfahrungspunkte. Wenn wir gerade hier sind, können wir hier aufladen. Hat zwar nichts verbraucht, aber egal. So. Ah, der nächste. Der nächste bitte. Ah, wieder die Mumien. Mumienalarm. Ey, meine Güte. Ah. So. So, komm her. Oh, warte mal, ja. Elvi greift jetzt aber am Einzelnen an, so eine Mumie. Die anderen greifen an, die andere an. So. Und genau, kommt darauf, was er bringt. Jopp, machen sofort platt. Ah. So. Na, komm schon. Na, also. Nein, das ist ja enttäuschend. Och, nee. Das war jetzt mal richtig schwach von RW. Aber mit dem Overdrive ist auch der Einzelangriff quasi auch stärker. Solange, und der bleibt auch vorhanden, bis man halt den Burst-Angriff macht. Habe ich nie verwendet. Hat sich auch nie die Gelegenheit dazu gegeben. Jetzt bei den Mumien kann ich das so lohnen. Weil die Kakteen sind nicht so gefährlich. So. Okay. Wieder ein bisschen Geld. Nehme ich auch wieder gern mit. Und wieder Erfahrungspunkte, die ich noch gerne nehmen. Noch viel lieber nehmen momentan. So. Okay. Da wird der Offensiv halt deutlich stärker. Man kann ihn auch quasi auch auf allen dreien ansetzen. Dann werden alle drei stärker, aber es braucht natürlich viel Lebensenergie, wenn er machen möchte. Aber würde gehen, aber logischerweise. So. Nein. Gemeinsam. Gemeinsam bitte. So. Okay. Erwischt. Kein Problem mehr. Diese Art von Gegner. Ja. Hahaha. So. Okay. 52 LP mittlerweile. Ne, 92 natürlich. So. Klappt 3000 Geld, aber kaum Erfahrungspunkte. Nur 40. Aber 36 waren es, glaube ich. Also nicht wirklich viel. Gucken wir, was bei dem ist. Ob der ein bisschen mehr hat. Nee. Ah, nicht wirklich. Ich glaube 80 haben die. Oh, so den kann den angreifen. Abby greift den an. Kisten greift den an. Passt halt schon. So. Wenn wir das denn jetzt fertig ist. So. Okay. Komm her. Ja, kein Problem, eigentlich trotzdem. Aber wir ein bisschen Ärger gemacht haben. Ach ja, so. Okay. Was haben wir jetzt wieder erhalten? Swift Bottle. Was war das nochmal? Was war nochmal eine Swift Bottle?
Da. Ah, Agility Up. Ah ja, Agility Update oder so. Gut. So. Ein bisschen Level, nur zwischendurch. Also mit Rosalind. Rosalind kann schon nicht schweben, ey. Wow, tanz mit mir. Nee, hau's auch ab. Ah, ist er jetzt noch nicht. Ha. So, na gut. Ja, zu ernster Lage kommen, das heißt in dem Fall Spinnen. So, Rosalind, Kristall. Kissling greift so an. Abby wollte nicht Friendly Thunder, mach ich nicht. Was ist das eigentlich? Ich weiß immer nicht, wenn was das eigentlich ist. Will ich auch nicht ausprobieren. Freundlicher Sturm, was soll ich mir da vorstellen? Der fragt doch auch Bunny, ob man ein Haus stehen lassen darf oder was. Also ob ich ein Haus wegblasen darf oder was, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Ja, das wird hoffentlich klappen. Einer hat noch wieder übrig. Wie immer. Ach, kommt her. So. Ja, trotzdem hin. Er ist trotzdem erledigt worden. Hat ihm nicht wirklich weitergeholfen. Ja. Ja, ein paar Mehrkämpfe sind es dann doch diesmal geworden. Sind es dann doch geworden hier. Aber ich will jetzt einfach auf Level 50 kommen mit den anderen beiden. Ist einfach besser. Fühlt sich besser einfach kompletter an. So. Da habe ich schon Level 49 immerhin. Every 10 Level 53. Ja. So. Oder attained Level 49. Jawohl, das freut mich noch mehr. So. Okay. Kissing ist halt auf Level 50. Da muss nur noch Rosalind hochgebracht werden und dann ist das hier fertig. Dauert nicht mehr lange. Ja. So, also ist überraschend, dass ein Kissing vor Rosalind ist. Eigentlich. Aber naja. So, Overdrive, ne? Machen wir auf Harry. So. Kissling greift mit Rosalind an. Die Mumie. Harry greift auch die Mumie an. Nein, einzeln. Ich will mal auf Worst machen, aber nee, will ich nicht. Ja, hat gereicht, um hier zu erledigen. Sind die Mumie schon aus dem Weg geräumt? So, jetzt können wir die gemeinsam angreifen. Ah. Ja, dürfen alle nochmal ran. Na, das reicht nicht. Schade. Schade, schade, schade. Aber trotzdem. Kein Problem. Für uns. Jupp. Erledigt. Ja. Ja, Stan, da kannst du Leute gucken, ne? Boah. Wahnsinn. Ja, ich kriege das gut hin mittlerweile. Doch, jetzt sind ein paar Level stärker geworden in der Zwischenzeit. Also, klappt euch schon. Bei 200.000. Ja, Kissing ist Level 50. Dann können wir mal langsam... Ich hoffe, da ist jetzt kein Dungeon jetzt drin, kein Verlies. Sonst habe ich da jetzt... Level ich hier die ganze Zeit hier draußen rum. Und dann können wir eigentlich drin leveln, aber ich weiß es ja nicht. Und reingucken, was passiert. Mach ich auch nicht. Ach, die Berliner Bärenbande ist ja dabei. Na gut, dann können wir mal mit denen ein bisschen spielen. So. Okay. Jetzt mach ich mal Burst. Und Moselin macht einen Kristall hinterher. So. Und Kissing hol ich ganz normal in Ruhe an. So, willst du klappen? Ja, aber auch nicht. Oder auch nicht, na gut. Dann müssen wir so noch so machen. Out. Naja. Trotzdem erledigt. Die Berliner Bierbande mal wieder ausgelöscht. Ach, kommen immer wieder. Ja, kann man erzählen, wie man will. Sie kommen immer wieder. Auch wenn man noch nie in Berlin war, so einmal. Und als kleines Kind. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, großartig. Wirklich nicht. So, was haben wir jetzt hier?
Kissing Container Level 50. Aha. Das ist ja mal was. Level 50. Jawohl, jetzt muss nur Rosalind so weit hochkommen. Dann können wir hier endlich mal weitermachen. Ach so, ich muss ja da drauf. So. Ah, da. Vielleicht bist du ja der Richtige. Bist du derjenige, der uns hochbringt? Nee, leider nicht. Leider kein Gegner, der uns um ein Level weiterbringt. Ja, Kissing greift mal diese Kakteen an. Rosalind macht einen Frostangriff auf Frösche. Und RB greift auch einen Kaktus an. Los. Der ist mal weg. So. Out. Na gut, so Schaden machen die ja doch nicht mehr an Kissling. So. Gut, erledigt. Sehr schön, freut mich. So. Okay. 1227 ist nicht so viel. Ja, bisschen Erfahrungspunkte. Fehlen noch 500. Wenn man das bald hinter uns gebracht. Also alles halb so schlimm. Ja, das hätte ich nur für eine ganze Folge für gebraucht. Vor zwei Folgen. Naja, egal. Ist ja nicht so schlimm. Lange es nicht 8 Folgen sind. So. Ja. Machen wir jetzt viermal mehr platt. Auch wenn er nicht so viel bringt. Aber macht ja auch keinen Schaden. Weil wir früher fertig sind mit ihm, bevor er angreifen kann. So. Erwischt. Das war schon, was er zu bieten hat. Nämlich nicht so viel. So. Okay. Ach, was haben wir jetzt hier? Wieder ein bisschen Geld. Aber keine Erfahrungspunkte. Naja. 600. Ach, das zieht sich ein bisschen hin. Aber ich denke, das muss einfach mal sein. Zu vorsichtshalber. Wofür reizt du das schon mittlerweile, aber im früheren Spiel müssen wir es eh machen. Ah, die Mumien. Der Fluch der Mumie. Rosalind greift mal wieder beim Kissling an. Wir nehmen jetzt mal wieder Overdrive. Und zwar komplett. Also mit Angriff auf alle. Nee, Burst. So. Und Kissing greift an mit Rosalind auf eine Mumie. Und mal schauen, was der Burst-Angriff bringt. Na, sieht auch schon ordentlich ab. So. Die ist schon mal erledigt. So. Ja, haben wir auch erwischt. Das war wohl der Fluch der Mumie. Dieser komische Zauberangriff, so. Ja, war gar nicht so das Problem. Das war gar nicht mal so schlimm. Das ist ja mal cool. Das ist mal cool. Dass das gar nicht so schlimm war. So. Ja, ein bisschen Geld dabei und natürlich. Wir haben gleich 200.000. So. Ja. Sind wirklich fast so weit. Der Fluch der Mumie. Also ein bisschen verpufft mittlerweile, dieser Fluch. Wo sind denn die Geister? Hallo.